Könnte halt einfach auf den Game-Server connecten, der hat halt 10 von 16 Dann haben wir aber Ports-Belegt. kein Delay drin. Aber meinst du, da macht jemand Stream-Sniping? Nee, es geht eher darum, dass wir dann auch keinen Autodirector oder so haben. Ah, okay. Ich bin jetzt nicht so da. Wahrscheinlich nicht so ein Kameraheld. Ich gucke mir immer nur Streams an, aber ich mache sie nie selber. Fürchte, ich komme nicht drauf. Schade. Ich rede gerade mit dem Crow, vielleicht irgendwie. Sehr gerne mal Richards brillantes AWP-Spiel kommentieren. Es fehlt sowieso wieder ein Spieler, immer noch alle da. Fehlt wieder einer, oder was? Ja. Jetzt spielen Sie Cash, okay. Ich bin ja jetzt mal gespannt, ob der Crow mal was sagt. Richard hat gerade geschrieben. Da Wer ist denn steht der ja auch Crow? Local Slots 1. Der Crow ist einer aus meinem Team. Ah, okay. Kenn ich trotzdem nicht. Ah, es geht. Sehr gut. Er hat reagiert oder bist du gerade runter? Ich bin nicht runter, ne. Ah, dann geht's. Nice. Ja, das ist doch ganz angenehm. Sind wir wieder drauf? Absolut. Nice. Please wait for broadcast to start. Sollte ja gleich losgehen. Ich Bei hoffe, dem dass sie Musik. relativ zügig anfangen zu spielen. Das hoffe ich auch. Best of one, oder? Das ist noch Best of One, ja. Macht, glaube ich, in der Gruppenphase auch Sinn. Naja. 20 Zuschauer, heilige Scheiße. Mach einfach Autodirector, richtig? Ja, ich glaube, das ist am besten. Also wenn nur noch einer lebt oder so aus einem Team, dann kann man gerne zu dem rüber wechseln. Jojo. Aber grundsätzlich, klar ist nicht das Gelbe vom Ei. Was ich hier mache, sieht hier sowieso keiner. Ich kann mir auch Eben, du Bilder kannst von ja, nackten Männern angucken. du kannst dir nackten Brego angucken, ja. Ja, das mache ich sowieso. Bregors Avatar gucke ich mir die ganze Zeit an. Irgendwie die Möglichkeit hier links und rechts die das zu verkleinern von dem wer lebt. Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Meinst du diese, Ja, die Anzeige halt links und rechts. ja. Die sollten vielleicht erstmal den Bot kicken, bevor sie irgendwas anderes machen. Negaconfig 9000, GG, das ist dieser Alltagsrassismus. Nee, Ja, Spaß. lassen das mal im Raum stehen. Also, um das mal allen anderen zu sagen, auch im Twitch, es ist egal, ob ihr Rüstung kauft beim Messer oder nicht, weil das gar keinen Unterschied macht. Wenn du tippen müsstest, was denkst du, wer gewinnt? Wie wird er nochmal? Ich habe mit Gregor geschrieben, ob das Stream läuft. Wenn du tippen müsstest, was denkst du, wer gewinnt? Eindeutig die Behinderten. Wahrscheinlich schon, ne?
Aber. Oh, die ersten Leute suchen das Spiel schon bei CSGO Launch zum Wetten. Sage, ich muss dich enttäuschen, gibt's nicht. Wer will, kann mit mir echt Geld wetten auf das Spiel machen. Aber das kann er doch nicht lesen. Stimmt. Schöner Einsatz von Sonderzeichen in ich kann, ich würde ja Top Gamer gerne schreiben, dass ich ready bin, aber ich hab den nicht in meiner Freundesliste. Ja, ich schreibe, dass wir ready sind. Warte mal, ich glaube, ich hab den. Ich habe sie alle. Ich habe ihn irgendwann mal aus Versehen gelöscht. Lösche niemanden. Okay, es geht los mit dem mit der Messerrunde. Nice. Die Goldjungs gegen die behinderten Spastis. Nehme ich an. Ich möchte es oben nicht aussprechen, das klingt so falsch, wenn ich das sag. Die lustvollen Behinderte. Ja, kann ich nicht aussprechen. Mach mich fertig. So. Ich glaube, Bregor wird großes reißen in dieser Knife Round. Tatsächlich? Ja. Er hat ein Gesicht wie ein Messerstecher. Ist mir so noch nicht aufgefallen. Ich habe den ja schon öfter mal im Real Life gesehen. Wird hier mit Decoys auf die Leute geworfen. Eher Dodgeball. Traut sich noch keiner so richtig. Bregor versteckt sich da. Kommt jetzt rum. Raven im Luftangriff, wie es sich für so einen Raben gehört. Oh, es lädt ein bisschen hier auf dem Boot. Oh. Ender wird. Oh, Black holt den ersten Kill. Ender läuft hier vor drei Leuten weg, ist schon gehittet. Vor zwei nur noch. Gono geht als erster down, dann Bregor. Oh, was ist da los? Black hat schon zwei Kills. Sie sind jetzt 5 gegen 2, das dürfen sie gar nicht mehr verlieren. Oh, Passe gehittet. Mit dem Left-Click. Ja, so ist das bei den Goldjungs. Oh, aber jetzt. Oh. Ja, okay. Das ist so, ich quasi der hier erste kleine Sieg für die Goldjungs. Ich habe so das Gefühl, die haben die Knife Round gewonnen, aber wissen gar nicht so richtig, was sie damit anfangen sollen. Nee, ich. Was, die GST? Ja, das ist schon mal keine gute Entscheidung, würde ich behaupten. Nee, es ist absolut eine CT-Map. Rego gibt großzügig Tipps. Ja. Kein Autos mitspielen. GG. Da muss man auch die Augen nicht verdrängen. Das sind Goldjungs, die wissen das nicht, ey. Das sind reine Goldjungs. Ja. Da muss man aber nicht. Aber. Knife Round gewonnen. Aber Fop ist natürlich sich treu geblieben und zu spät gewechselt. So, dann können wir auch den Autodirector anmachen. Kleine Überraschung schon mal an der Stelle. Absolut. Ich glaube, bei mir ist er an. Ja, ich habe jetzt gerade eben aus der Luftperspektive quasi das Messern gezeigt. Ja, geht los. Du bist ein Ästhet. Absolut. Sieht hier aus wie ein ganz normaler, ganz klassischer B-Rush. Mit einer Reihe. Dafür sollte man eigentlich bestraft werden. Absolut. Oh, schöner Edge von Damn Next. Oh. Wenn sie jetzt den Plant wenigstens. Aber die Bombe liegt da echt scheiße. Ja. Da kamen sie gut auf den Spot und haben es dann aber nicht mal ganz richtig zu Ende gespielt. Die lustvollen Behinderten, sie pushen halt rein wie die letzten Bots, aber werden belohnt. Nein, sie haben gut gespielt. Ja, also der Retake war schon ganz gut. Raven trollt weiter mit Auto-Sniper, Auto-Pumpgun, guter Mann. Dass Raven so lange überlebt hat und sein Berettas hat die Runde auch quasi ein bisschen gerettet. Und Goldjungs kaufen gar nichts, komplette Echo. Nee. Dabei hatten sie keinen Plan, hätten eigentlich einen Buy machen können. Müssen sowieso nochmal sparen. Gono rusht.
Headshot hier vom Kampfboot. Und holt sich hier den Vorkill. Ja. So, was passiert hier jetzt? Also noch behalten sie die Bisons nämlich an. Ja, Team Behindert bleibt bei Krüppelwaffen. Goldjungs denken sich, ja, man darf echt spät, frühestens in der vierten Runde kaufen, wenn man die erste verloren hat. Goldjungs eine P250 gekauft. Und eine Fire, und eine Tech-9. All eyes on them next, stimmt. Boah, aber Gono ja gut überrascht worden. Da sitzt der Entry. Der Raven kommt schon aus dem Schacht, holt sich den ersten Kill, holt sich den zweiten. Ich hab den dritten, Fop steht da ziemlich offen. Ja, gut. Oh, da wird der Felix geholt, also der andere Felix, der Don't Panic. Das sah ziemlich einfach aus. Ja, aber ich nehme an, sie wollen sie nur in Sicherheit wiegen, um jetzt gleich von hinten das Feld aufzuräumen. Ich denke auch. Gute Beins auf jeden Fall am Start. Oh, schöner Headshot hier von Felix. Mit der Waffe kann er auch was, absolut. Ich schätze ihn auch als den besten Spieler in dem Team ein. Schön Double Kill hier. Nice. Wenn sie jetzt koordiniert was. Oh! Nice! Die Runde ist auch. Wenn sie was koordiniert was machen. Oh. Gregor hier mit, aber auch. Hat die Runde wieder offen gestaltet. Durch seinen Double Kill. Einfach mal overpowered dann kurz. Er hat so eine Ahnung, dass was Tür sein könnte. Und er hat recht. Ja, Tür oder Garage, denkt er sich. Aber macht ja auch Sinn, wenn die Bombe da liegt. Aber noch ein bisschen vorsichtig, einfach mal hinten stehen bleiben. Warum bewegen, denkt er sich. Wenn man in der Sicht vom Fop hier, da gibt es den Boost für den Ender. Kann er was machen? Weiß auf jeden Fall, dass einer ein Connector ist durch den Nate. Aber Passer zieht sich zurück auf jeden Fall. Was haben wir denn hier? Bombe liegt halt direkt auf dem Highway. Fop und Gregor müssten gleich aufeinandertreffen. Oh, die Nate. Nur 9 HP gezogen. Oh, Fop mit dem Kill. Ich war in Gregors Weg. Gregor ist natürlich echt in einer Scheißsituation. Sie wissen, wo er ist. Er hat noch 3 Gegner gegen sich. Und den ersten Kill. Und Schafft er nicht, natürlich. Hat er nicht geschafft, der Amateur. Aber schöne Runde absolut von den Goldjungs. Haben sie gut rausgespielt nach am Ende noch. Ja, sie entwickeln gerade eine Routine. Hatten halt 2 schöne Entry-Facts von Felix und danach war das, war die Runde komplett mit Semi-Sniper spielt. Ja. Kein einziger Hacker. Aber es gibt ja echt Leute, die können damit umgehen. Also von Felix weiß ich das, ich spüre oft das mal mit dem. Der kann damit echt was reißen. So ist nicht. Absolut. Oh, bei die Nate hat genau gesessen. Solche Nates kennt jeder. Nate durch die Smoke, man wird gehittet, also richtig toll und ärgert sich ganz. Und solche Nates, die nerven den Gono. Ja. Der möchte jetzt am liebsten disconnecten, ich kenne den. Ja. Kann ich nachvollziehen, ich bin da ähnlich. Die sind aber auch offensiv und arrogant damit ein bisschen, muss man mal so sagen. Oh, und da kommt und die direkt die Quittung, ey. Wer ist denn dann noch mit offensiv gerannt? Kampfmod, ah. Oh. Holt sich den zweiten. Mir gefällt das, dass es nicht so schnell spielen. Das kennt man ja so aus der Sasuke-Gruppe eher anders. So, rush, rush, rush. Finde ich gut. Ja, mei. Ah, schön. Also ist jetzt wieder alles auch ein 3 gegen 3, ja. Da gibt es direkt den Refrag. Oh, Ender. Schöner Flickshot. Das ist jetzt... Also Ender sollte die Waffe safen, die Ave.
Ja, mit der Zeit auf der Uhr ist man nicht viel zu reißen. Ja, zeigt sich aber doch noch. Und geldmäßig sieht das nach einer Eco aus. Hat er ändern nicht die APP? Warum hat er am meisten Geld? Die hat er, glaube ich, aufgesammelt, oder? Ah, okay. Also, möglich. Obwohl, nee, er ist doch gestartet damit und die anderen vier hatten einen Krieg. Ja, stimmt. Hat er keinen Kevlar gehabt? Ich habe da nicht drauf geachtet. Auf jeden Fall jetzt dreimal Föhn bei den Goldjungs. Und wieder den First Kill. Wenn sie den Plan kriegen, ist es auf jeden Fall... Ja, und jetzt muss die Bombe gelegt werden. Und der Plan geht auf jeden Fall durch. Ja. Alle gut angehittet, aber... Das reicht auf jeden Fall für das eine oder andere AWPchen in der nächsten Runde. Jupp. Jetzt nur noch Felix. Prima, Peter, machst du nix. Nee, absolut nicht. Hätte vielleicht einer sich eine Waffe schnappen sollen und weglaufen. Aber gut. Hätte. Ender kauft auf jeden Fall wieder die Arve. Fühlt sich sicher damit. Hat auch eben zwei gute Kills damit hingelegt, also. Und diesmal greifen sie zu zwei AKs. Ender hat auf jeden Fall Kevlar gekauft. Alle drei? Alle fünf? Kevlar und Helm? Also. Bombe orientiert sich Richtung B. Kampfrot pusht hier ein bisschen gegen Fop und holt den Kill. Ist aber gut gehittet worden. Die Jungs scheinen halt nicht so richtig ein Konzept zu haben auf der Terrorseite. Nee, nicht wirklich. Und die CTs, also, die rushen. Also die gehen ziemlich offensiv. Was heißt rushen, aber... Ah, die gasen halt einfach mal rein. Oh, Raven wartet hier ganz genüsslich ab. Holt hier den zweiten Kill gegen Ender. Kampfrot pusht. Weiß auch, wo der zweite steht eigentlich. Muss er wissen, ja. Wird schon im Chat gesagt, im Twitch-Chat, dass die Goldjungs mal Teamspeak benutzen sollten. Ich glaube, das tun sie sogar. Man weiß es nicht genau. Gerüchten zufolge haben sie Walkie-Talkies. Ist nur blöd, dass sie verstreut sind über 500 Kilometer. Richtig. Hallo, hallo. Wenn sie ein bisschen Trucker von. Fünfmal Tech 9, ey. Jetzt muss hier doch was gehen. Ja. Alter, nee. Kampfro würde sich jetzt das Ace holen, hundertprozentig. Kriegt er aber nicht. Schade, Kampfro. Ah. Raven wird schon arrogant, Bregor. So ein, zwei Runden dürfen die gerne noch holen. Das Problem wird einfach sein, dass die Jungs von die Behinderten halt einfach alle geschlossen mehr Stunden auf das Teamohr haben. Ja, natürlich. Grundsätzlich auch längere Erfahrung einfach, abseits der Spielzeit auch. Es sind viele, die glaube ich auch erst Ende oder Mitte letzten Jahres angefangen haben, auf der anderen Seite. Da kannst du dann nicht viel machen. Deswegen sage ich ja, also ich finde es schon ganz gut, dass sie nicht so stupide einfach reinrushen, sondern tatsächlich was probieren, aber es ist doch noch ein bisschen zu unkoordiniert einfach. Ja, ich weiß es gar nicht. Man sieht ja, dass sie die killen können. Vielleicht müsste da auch einfach mal so ein bisschen so mit Eiern gespielt werden und ein Go gemacht werden. Und dann Frag, Refrag. Ja. Cool bleiben, dann holt man vielleicht die eine oder andere Runde.
Aber Gregor, schöner Headshot. Weiß aber, dass er ein zweiter ist eigentlich. Gregor ist auf der 5. Müsste eigentlich wissen, dass Fob da ist. Den konnte man sehen. Spätestens jetzt nochmal. Ah ja, da kam Pass schon von hinten. Ja, da wird auch überhaupt nicht auf die Steps von hinten reagiert. Das ist natürlich ein bisschen Überforderung macht sich erkennbar. Die One-on-Ones werden halt auch sehr selten gewonnen. Aber dreimal P90, das könnte was werden. Jetzt schön Bego, ja. Jackpot-Waffe P90. Wie lang? Rauf. Töten. Den haben sie gesehen, den haben sie gesehen. Gono aus dem Spiel zu nehmen, ist sehr wichtig. Zwei Kills wieder von Felix. Aber Angriff ist gedammelt. Oh, und Raven. Steht bereit. Kriegt aber den Nate ins Gesicht. Meine P90 lege ich gegen Waffe. Autosniper ist natürlich. Oh, Felix, Felix holt den dritten Kill! Nein! Aber das kann er noch holen. Smoke liegt gut. Mit einer Autosniper zu spielen, das zeugt natürlich von echter Charakterschwäche. Schade, die Runde fing echt schön an. War eine der knappsten. Ja, da hätte die Smoke früher oben kommen müssen. Aber ich meine, die Bombe ist geplantet, der Loser-Bonus ist da, sie können locker kaufen. Alle gut über 4000. Trotzdem wird zur P90 gegriffen, was ich gut finde. Es ist halt, also wenn man eine Waffe Magie erzeugen kann, dann mit der P90 auf jeden Fall. Ja, das hast du schön gesagt. Wir haben das im Matchmaking mal hingekriegt auf Mirage. Haben wir richtig ins Gesicht bekommen, irgendwann haben wir nur noch Pro 90 gespielt als T. Und sind immer A gerusht. Und dann haben die sich so aufgeregt, dass wir das Spiel noch gewonnen haben. Oh, und direkt. Eigentlich war es ein Headshot, aber da war die Hitbox ein bisschen verzogen. Schöner also, wo Headshot. Der Raven diese frechen Beinze hat. Das ist ja wirklich. Nicht, sehr, sehr lustig. Hahaha. Nicht von der feinen Seite. Und jetzt versucht der Kampfrot hier zu zeusen. Oh, der kriegt ihn auch noch. Oh Gott, ist das gemein. Ja. Ob wir noch eine Negev-Runde sehen, ich befürchte ja. Ob wir Gladiator sehen, ist die nächste Frage. Was ist Gladiator? Vier Leute bleiben an einem Spawn stehen. Geht halt am besten als okay. T. Einer läuft los, bis der stirbt, dann läuft der nächste los. Das haben sie beim letzten Turnier gemacht. Verstehe. So ein bisschen wie King of the Hill, nein. Ja, genau. Jetzt 5x P90. Viermal, die Runde sollte klappen. Zusammen mit AW, ja, mit. 4x P90 ergibt Sieg. Wenn die AW eine Autosniper wäre, dann wäre es ein Safe Win, denke ich. Es ist unmöglich, die Runde dann zu verlieren. Oh, aber knapp über die Köpfe von Brego, er hat sonst zwei Headshots abgelassen. Ach ja, Bregor, der Lügen-Ozzy. Er zielt durch Wand, ich sehe es ganz genau. Doppelkill durch die Wand. Oh! Was ist das denn? Heilige Mutter Gottes! Da kann auch eine P90 nicht mehr viel reißen. Was willst du machen? Oh! Aber wenn sie die Runde verlieren, das wäre peinlich. Und sie verlieren sie. Wahrscheinlich verlieren sie die, ja. Ich meine, oh, die haben sie echt verloren. Trotz der, die einzigen Kills war dieser Double Kill durch die Wand. Und was zum Fick? Da, Kampfbrot, ey. Hex confirmed. Ja, die ersten Leute schreien schon nach Futuba. Ja, auf jeden Fall. Timetable, Demo-Analyse bitte. Oh! Oh, und Entry Frag von Felix. Zusammen. Das wäre ja mal ganz schön. Ein bisschen Momentum mit auf die CT-Seite zu nehmen. Wobei ich ehrlich gesagt fast die Befürchtung hege, dass Behinderten als Terror ziemlich drüber rasieren werden. Wahrscheinlich, ja. Ich möchte den Jungs von den Goldjungs nicht zu nahe treten, aber ich glaube so, was Rotations angeht und so,
länger dauern. Aber vielleicht täusche ich mich. Oh, schöner Killer von Ender hier. Habe auch ehrlich gesagt noch nicht mit vielen von den Jungs gespielt. Ich glaube nur mal mit Black und mit Don't Panic. Ich habe mit Black und... Ja, für mich gilt genau das Gleiche. Das Oh, sieht nach einer das wird Runde die dritte aus. Runde. Die wissen, dass der letzte auf B ist. Müssten sie eigentlich wissen. Ja, so richtig wissen sie scheinbar nicht. Jetzt wissen sie es aber. Und Gono. Oh, was? Noch 11 von Till. Und die Bombe dort. 30 Sekunden. Das kann Gono leider holen. Schade. Oh, Felix müsste die Pistole nehmen. Aber er weiß es ja nicht. Nee, wird kein Damage angezeigt, oder? Nein. Ja, oh, Felix! Mit einem Triple Finishing. Kill wieder. Also er ist auch der Träger des Teams. Ja. Er trägt und er muss schwer tragen. Er muss wirklich schwer tragen. Bei den anderen ist das so, die muss man nur er tragen. Das ist. Ja. Außer Passer, der ist ganz nett. Und wieder der Entry-Frag von Ender hier. Ender, guter Spieler, auch ein guter Name für die Aave. Never gonna give you up. Finde ich witzig. Ich hab nicht drauf geachtet, ich achte auf diesen Namen halt. Double Kill vom Passe. Jetzt ist es wieder 12-3 4 kündigt gegen sich 3. an. Ich sage, dem konnte keiner sagen, dass er low ist, weil die Settings den Damage nicht anzeigen. Wobei man das auch aktivieren kann. Aber in der ESL-Config ist es, glaube ich, standardmäßig deaktiviert. Was ich Also auch richtig finde, also weiß. bei so einem Turnierding. Boah, also mit der AWP können die alle ein bisschen was, die Goldjungs. Also zumindest Felix und Ender. Ja, Sniper Kings. Wir haben fast 30 Zuschauer jetzt. Passe kommt von hinten. Kriegst den Double. Nein! Jetzt nur noch. Was ist mit Kampfrot? Der ist abgekackt, denke ich mal. Ich Oh. hab. Ja, für die Spannung ist gut. Absolut. Hätte aber auch nicht geholt, ich kenne ihn. Keiner traut sich dahin zu laufen, weil sie denken, na, die verarschen uns. Hardware im Arsch. Oh mein Gott, ist das eine DDoS-Attacke? Ist es schon soweit? Ja. Wurde das Spiel doch auf CSGO Lounge gehostet? Gut, ich glaube, das dauert einen Augenblick, bis der fünfte Spieler kommt. Wobei ich gerade hier so eine Steam-Anzeige hatte, von wegen Kampfbrot, Join CSGO, bla bla bla. Ah, okay, gut. Aber pausiert haben sie auch nicht. Naja, die werden jetzt nicht weiterspielen, oder? Tun sie doch gerade. Das Ding ist, so. Ist das jetzt live oder Das nicht? ist live, auf jeden Fall. Sie haben nicht pausiert. Das Ding, irgendwie, wenn ich Dann jetzt Tab drücke, schließt sich das nicht wieder automatisch. war es der prognostizierte Rape. Ja, auf jeden Fall haben sie die Pistolenrunde geholt. Und jetzt werden die Goldjungs mutig. Sie kaufen Bisons gegen, was vielleicht keine gute Entscheidung ist. Da sollte man lieber auf eine vernünftige Pistole und einen Helm gehen. Ja, 5-7 mit Helm und dann gib ihm. Oder halt eine Scout, wenn man irgendeine schöne Stelle zum Rumhüpfen hat. Bison, Ja, der ist wieder drinne. Headshot hier von Gono. Headshot auch an Ender, da war er fast.
Dennoch mit 2 HP überlebt. Triple Kill. Alles pro 90 Headshots. Ja, pro 90 ist halt auch die Autosniper von Raven einfach schwer charakterschwach. Runde. Ja. Da sparen sie sich lieber das Geld erstmal, um nächste Runde mal ordentlich zu kaufen, was auch ja, gar nicht so unvernünftig ist. Kaufen Nades, vielleicht probieren die Mitte was klar zu machen oder so, aber. Ja. Und die boosten alle oben. Für eine Gruppenpräsentation, aber leider keine Gruppe da. Und die Nate sitzt. Ja, CSGO-Nates sind ja immer so ein bisschen magisch irgendwie. Da muss ja nur irgendwie, keine Ahnung, eine Türklinke im Weg sein und dann macht sie schon kein Damage mehr. Ja, die kann dir die Kartuschen fliegen und macht trotzdem 3 Damage. Das ist ein bisschen komisch manchmal. Geld. Aber Kampfrot ist auch ist auch hart am Carrying, muss man auch mal so sagen. Das stimmt. Ja, da wird's auch nochmal geschrieben. Was auch immer ein Kampfbrot sein soll. Ich hab keine Ahnung. Was auffällig ist, die Jungs von Gold-Jungs spielen alle mit Shally M4, bis auf einen. Vertrauen in ihr Aim, würde ich sagen. Wir gehen noch in Front. Die Runde ist gewinnbar. Spielen aber leider nur mit einem. Nee, doch nicht. 2-2, okay. Was? Mein Radar ist. Schönes Smoke von Kampfrot. Und bei mir läuft alles sauber. Irgendwie zeigt er mir den Spieler zu viel an. Ah, oh, nee, war eine Decoy, okay, verstehe. Gut, das kann einen schon mal verwirren. Normalerweise sollte sich das verwirren, wenn du im Spiel bist und nicht, wenn du zuschaust. Ja, richtig. Ach. Aber da hinten auf dem Spot, wer ist denn da noch auf dem Spot? Ist das der Black? Jetzt haben sie ihn gesehen. Schade, hat da einen guten Shot abgegeben. Aber die Runde ist immer noch gewinnbar. Absolut, absolut. 2 gegen 2. Das ist. Eigentlich ein Freekill. Oh. Oh, aber krasser Schuss. Die rote Rabenknarre. Schönes Ding. Hat sich blocken lassen. Letzte Runde. Die Farmers werden ausgepackt. Und die Farmen! Die Farmen, genau. Die ziehen sich auch nackt aus und laufen dann im Vatikan rum. Und so. Easy. Kampfrot mit Megev. Was für ein Charakterschwein. Ich weiß nicht warum, ich bin hier im Dings gewesen, im Autodirector, aber es ist ganz auf Brigo geblieben, wo gar nichts passiert ist. Ja, good game, auch. Ey. Tut mir der leid. Autodirector, der liebt Brigo. Und da ist es vorbei. 16-4 gewinnen die listvollen Behinderte gegen Goldjungs. Na ja, eine halbe Stunde etwa. Danke fürs Zuschauen. Im Thread wird gleich, glaube ich, der nächste Link gepostet. Und da sind die Kistendrops. Nice. Absolut. Da spielt nämlich Team Hahn gegen. Verdammt, wie heißt. Genau, Destroying Divas, das sind wir. Ich muss gerade überlegen, wie wir heißen. Na dann, ich wünsche euch viel Glück und viel Spaß. Ja, danke. Also der und ich sag mal ciao. Ja, ciao. Der Link steht dann im Thread und ich werde, glaube ich, hier auch den Stream als Host angeben. Das heißt, wenn ich hier nicht streame, könnt ihr das Spiel hier auf dem Stream, also, ne? Also, entweder geht ihr auf den Stream oder es wird hier weitergeschaut, wie ihr möchtet. Bis dann.